Am dritten Abend nach dem Anschlag hier am Berliner Weihnachtsmarkt unter der Gedächtniskirche haben die Buden wieder geöffnet. Man kann hier wieder seinen Glühwein trinken, seine Bratwurst essen. Und die Berliner tun das auch. Man kommt zu dem Weihnachtsmarkt hier drei Abende nach dem Anschlag ganz bewusst. Man lässt sich seinen Weihnachtsmarkt nicht vermiesen. Und man kommt hier auch hin, um Anteil zu nehmen und um zu trauern. Denn an den Stellen, wo der LKW die Buden weggerissen hat, sind Kerzen aufgebaut, liegen Blumen auf dem Boden. Und die Schausteller haben ein Foto des Weihnachtsmarktes vor dem Anschlag hier aufgestellt. Es ist also ein Ort der Trauer und ein Ort der Anteilnahme. Aber es ist eben auch wieder ein Weihnachtsmarkt, wo man hingeht, um sich mit Freunden zu treffen, um Glühwein zu trinken und Bratwurst zu essen.